Jinx, die Schießwütige. Die meisten von denen, die Jinx begegnen, sehen nur eine Verrückte mit einem Arsenal an gefährlichen Waffen. Einige wenige erinnern sich jedoch noch an ein relativ unschuldiges Mädchen aus Zaun. Eine Tüftlerin mit großen Ideen, die nie wirklich dazugehörte. Niemand kann mit Gewissheit sagen, was aus dem netten, kleinen Kind die irre Vandalin gemacht hat, die für ihre mutwillige Zerstörung berüchtigt ist. Doch sobald Jinx ihr explosives Debüt in Piltover gegeben hatte, wurde ihr einzigartiges Talent für Anarchie zur Legende. Anfangs machte Jinx sich einen Ruf mit ihren anonymen Streichen, die sie den Bürgern von Piltover spielte. Besonders denjenigen, die Verbindungen zu wohlhabenden Händlerclans unterhielten. Diese Streiche reichten von leicht ärgerlich bis kriminell gefährlich. Sie blockierte am Tag des Fortschritts die Straßen mit einer Strampete exotischer Tiere, die aus Graf Meise Manege befreit hatte, störte wochenlang den Handel, als sie die berühmten Brücken der Stadt mit wunderbar zerstörerischen Flammenfressern dekorierte und schaffte es einmal sogar, alle Straßenschilder der Stadt an neuen und unglaublich verwirrenden Standorten anzubringen. Obwohl die Ziele des unbekannten Störenfrieds willkürlich und ihre Motivation rein chaotischer Natur zu sein schienen, schaffte sie es stets, die geordnete Geschäftigkeit der Stadt zum Erliegen zu bringen. Natürlich schrieben die Wächter einige ihrer Verbrechen den Champunk-Gangs aus der Unterstadt zu. Dass andere den Ruhm für ihre wundervollen Missetaten einheimsten, gefiel Jinx jedoch überhaupt nicht. Deshalb stellte sie sicher, dass bei ihren zukünftigen Streifzügen jeder mitbekam, welches verbrecherische Genie dahinter steckte. Bald waren Gerüchte im Umlauf, die ein mysteriöses Mädchen aus Zaun mit blauen Haaren beschrieben, das Chemtech-Bomben, einen Raketenwerfer mit Haifischmaul und eine Minigun bei sich trug. Die Behörden taten diese Augenzeugenberichte jedoch als absurd ab. Wie sollte ein niederer Straßenpunk schließlich so ein tödliches Arsenal zusammentragen? Jinx bombastische Randale schien endlos weiterzugehen und die Versuche der Wächter, den Schuldigen zu stellen, wurde ständig zunichte gemacht. Sie versah ihre Zerstörungswerke mit lebhaften Graffitis und anderen provozierenden Nachrichten, die an die neueste Verbündete des Sheriffs der Stadt im Kampf gegen das Verbrechen gerichtet waren, Vollstreckerin Vi. Jinx wurde immer bekannter und während einige Bewohner von Zaun sie als eine Art Heldin betrachteten, weil sie es den arroganten Piltis ordentlich zeigte, hielten andere sie für eine gefährliche Wahnsinnige, welche die existierenden Spannung zwischen den zwei Städten weiter anheizte. Nach Monaten voller aberwitzigen Aktionen enthüllte Jinx ihr bisher größten Plan. Sie beschmierte die Wände der ekliptischen Gewölbe, einer der sichersten Tresorräume von Piltover, mit einer äußerst unvorteilhaften Karikatur von Vollstreckerin Vi in unverkennbarem Neonpink sowie die Einzelheiten ihres persönlichen Vorhabens, die Geldspeicher im Inneren auszurauben. Eine angespannte, erwartungsvolle Atmosphäre machte sich in Piltover und Zaun in den Wochen von dem geplanten Coup bereit. Viele zweifelten daran, dass Jinx den Mumm hatte, aufzutauchen und eine Verhaftung zu riskieren. Schließlich schien diese unausweichlich. Am Tag selbst bereiteten Vi, Sheriff Caitlin und die Wächter draußen vor dem Gewölbe eine Falle für Jinx vor. Doch Jinx hatte sich bereits Tage zuvor mithilfe einer übergroßen Münzkiste in den Tresorraum reingeschmuggelt. Als Vi hörte, wie im Inneren des Gebäudes das totale Chaos losbrach, wusste sie sofort, dass die Wächter schon wieder ausgetrickst worden waren. Sie stürmte in den Tresorraum und die nachfolgende Auseinandersetzung machte aus den ekliptischen Gewölben eine schwelende Ruine. Jinx, der quietschfidele Quälgeist, war unauffindbar. Jinx ist bis zum heutigen Tage auf freiem Fuß und Piltover auch weiterhin ein Dorn im Auge. Ihre Aktionen haben unter den Champunks zahlreiche Nachahmungstäter auf den Plan gerufen, mehrere satirische Theaterstücke inspiriert, welche die Inkompetenz der Wächter aufs Korn nehmen und sogar in beiden Städten ein paar neue Ausdrücke geprägt. Bisher hat sich jedoch noch nie jemand getraut, Vollstreckerin Vi
putzig in Pink ins Gesicht zu sagen. Jings ultimatives Ziel und der Grund für ihre Besessenheit von Vi blieben weiterhin ein Rätsel, doch eines ist sicher. Ihre Verbrechen hören nicht auf und ihre Unverfrorenheit erreicht neue Höhen.